Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Inspired By. Heute geht es rund um Star Wars. Star Wars war ja damals, als es neu war, wirklich komplett bahnbrechend, was die VFX angeht. Absolut Wahnsinn, sowas konnte man sich vorher überhaupt noch nicht vorstellen. Damals hat es wirklich die Filmindustrie komplett auf den Kopf gestellt. Und ich habe mir so gedacht, wie ist das eigentlich heute? Heutzutage kann eigentlich jeder mit After Effects und einem ordentlichen PC solche Effekte easy nachbauen. Und genau das zeige ich euch jetzt. Und zwar nehmen wir da heute einen absoluten Klassiker. Wie mache ich ein Laserschwert in After Effects? Also, auf geht's. Da sind wir auch schon in After Effects. Ich habe schon meinen Clip hier reingeladen. Und der Clip sieht so aus. Ja. Nichts allzu fancyes. Einfach nur ein Schlag sozusagen mit dem Laserschwert, was wir noch reinfügen wollen. Das Einzige, was ich schon gemacht habe, ist schon mal die Curves sozusagen draufgelegt. Also einen kleinen Grade habe ich schon mal draufgepackt. Einfach nur, damit es, weiß ich nicht, ein bisschen mehr stimmungsvoll rüberkommt. Das Erste, was wir machen wollen, ist tatsächlich aber nicht in Effekten zu schauen, sondern Bewegung zu tracken. Darauf gehen wir auf Bewegung verfolgen. Also zuerst auf Tracker, dann Bewegung verfolgen. Und Bewegungsquelle ist schon unser Clip hier ausgewählt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal vor zu der Stelle, an der wir anfangen wollen, unseren Clip zu tracken. Und zwar wollen wir halt die Spitze unseres Laserschwerts tracken. Hier, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Also ich hätte einfach einen höheren Shutter Speed nehmen müssen, dann wäre mir sowas hier nicht passiert und ich hätte das hier auch noch tracken können. Jetzt muss ich das per Hand machen, weil das so eine schnelle Bewegung ist. Deshalb, immer wenn ihr irgendwas tracken wollt im Nachhinein, einfach mit einem schnellen Shutter Speed aufnehmen und dann bekommt ihr auch scharfe Bilder. Für jedes Bild, was die Kamera macht innerhalb des Videos, ist das halt möglichst scharf, wodurch dann der Track auch automatisch funktionieren kann. Ich muss es jetzt manuell machen. Probiere aber trotzdem noch das meiste rauszuholen, indem ich mir hier so eine Stelle raussuche, wo ich relativ still stehe. Ich glaube, hier ist ganz gut. Und wichtig ist auch beim Tracken, möglichst die beste Stelle am Anfang rauszusuchen, damit der Marker am meisten Informationen sammeln kann, weil das ändert sich ja sowieso. So, machen wir es hier mal schön mittig, zack. Und nicht zu klein, der Trackpunkt. Und dann tracken wir das ganze Ding mal durch, indem ich hier auf diesen Vorwärts-Analysieren-Knopf drücke. Eine Ewigkeit später. Genau, und so sieht jetzt das fertig getrackte Video aus. Also der Tracker hat es genau für diese Zeit hier ganz gut geschafft und dann hat der Motion Blur einfach alles kaputt gemacht. Das heißt, ab hier muss ich dann nochmal manuell ran. Wie man sieht hier, ne, da hält es noch gut dran und jetzt kackt er halt komplett ab. Okay, also justieren wir das hier einfach nochmal und gehen dann Frame für Frame durch und korrigieren das. Und an diesen Stellen, wo der Tracker, der kann halt nicht mehr noch höher, weil halt einfach das Objekt außerhalb des Bildes ist, genau so passiert es hier. Man kann den Tracker einfach nicht weiter nach oben schieben. Da machen wir das Ganze gleich nochmal manuell, aber mit dem Lichtschwert, was wir dann einfügen. Genau, das ist erstmal der Track bis hierhin. Hier kommen nochmal meine Hände runter. Hier drehe ich das ganz kurz und da. Ab da eigentlich schon ist es wieder unten. Das heißt, da können wir einen Punkt hin machen und dann von hier aus weiter. Und jetzt probieren wir mit diesen Track-Daten das Lichtschwert erstmal zu positionieren. Das heißt, wir gehen wieder zurück zur Komposition. Wir haben gerade in der Ebene gearbeitet, deswegen war auch der Grade nicht da. Wir gehen wieder zurück zur Komposition und kreieren einfach mit Rechtsklick nochmal eine neue Farbfläche und die nenne ich mal Saber 2. So. Okay, die ist jetzt komplett weiß, weil ich eine weiße Farbfläche erstellt habe. Und genau, wir benutzen heute das Plugin von Video Copilot namens Saber. Es ist komplett gratis, das ist der Wahnsinn und damit kann man so viel krassen Scheiß machen. Unter anderem halt auch perfekt Lightsabers, also Lichtschwerter. Zack. Da ist es auch schon. Man könnte es natürlich so nehmen, ist relativ lame, würde ich sagen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Energy Preset zu nehmen. Oh, lädt kurz. So sieht das aus. Und so ein bisschen in Reminiszenz an die neuen Star Wars Lichtschwerter.
Und natürlich machen wir es rot, hallo. Also rotes Lichtschwert, das ist schon, das ist am meisten badass. Vielleicht nicht so extrem, ein bisschen. Von der Farbe her passt es auf jeden Fall. Genau, und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen die Einstellungen durch. Falls euch wundert, warum dieser schwarze Hintergrund hier ist, ihr geht einfach auf die Render-Settings und hier steht ein Composite-Setting. Und der sagt jetzt gerade, okay, halt Black, sozusagen, dass der Hintergrund einfach schwarz gesetzt wird. Man kann es auch auf Add machen, dann wird der ganze Hintergrund halt komplett weiß. Aber wir wollen transparent, zack. Und schon wird es übereinander gelegt und man sieht schon so ein bisschen, wo wir da mit der Geschichte hinwollen. Genau, das Wichtige ist jetzt erstmal, dass die Trackpunkte passen. Das heißt, wir gehen hier auf Core Start und am besten machen wir das hier unten. Genau, hier auf Core Start, Alt gedrückt halten und auf die kleine Stoppuhr. Und dann müssen wir aufklappen, wo wir getrackt haben. Und wir wollen das Feature-Zentrum gleich haben. Und zwar nehmen wir jetzt hier dieses, das Expressionsauswahlwerkzeug, wie es wunderschön im Deutschen heißt. Also wir klicken hier auf diese kleine Spirale, halten gedrückt und ziehen das ganze Ding nach unten bis zum Feature-Zentrum. Da lassen wir dann los und schon ist es verlinkt. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und jetzt sehen wir schon, ah ja, krass. Ich stelle das mal ganz kurz auf Viertel, damit das schneller sich aktualisiert. Jetzt ist auf jeden Fall der Start von unserem Lichtschwert schon mal auf unserem Trackpunkt. Das sieht natürlich noch nicht allzu passend aus. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wo das alles jetzt hingeht. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Ich persönlich muss jetzt aber sagen, da, also in diesem Shot ist es nicht so ganz easy. Deswegen, also wir können das nicht so machen hier. Nehme ich mal nochmal raus die Expression und sag einfach, hey, du bist jetzt keyframable und kopiere mir einfach alle Keyframes raus von hier unten. Ganz normal mit Steuerung V, Steuerung W. Steuerung C, Steuerung V. Und dann haben wir genau den gleichen Effekt, nur dass wir halt die Keyframes direkt hier bearbeiten können. Ja, dann können wir auch schon das hier zuklappen, haben schon ein bisschen Platz. Genau, jetzt kümmern wir uns darum, dass der Endpunkt wieder dort ist, wo er eigentlich sein soll, nämlich ungefähr hier. Jetzt kann man es nämlich auch außerhalb des Bildes ziehen. Ja, kommt ungefähr hin, ne? So. Ja, je nachdem, wie genau man das machen will, ich würde jetzt sagen, hier, das schenke ich mir, weil hier tatsächlich das auch schon außerhalb des Bildes ist. Das heißt, das ist wichtig, das letzte bisschen hier, aber alles danach interessiert mich jetzt erstmal nicht. So, das ist natürlich perfekt getrackt. Ab hier ist natürlich auch wieder ein Fehler. Das heißt, wir müssen diesen Trackpunkt hier neu setzen. Verschieben das alles so, wie es passt. Oder so, dass es passt. Und jetzt wird das Ganze natürlich super schwierig zu erkennen. Wir können es auch einfach kurz ausmachen und dann sehen wir halt einfach nur die Punkte, die wir verschieben. Und das passt dann auch wieder. Genau, also alles, wo ihr denkt, oh, das muss noch mal ein bisschen bearbeitet werden, könnt ihr dann hier machen. Und hier natürlich auch wieder, irgendwo hier müsste meine Hand sein, weiß ich nicht. Dieser Punkt ist jetzt hier der Startpunkt von unserem Saber und das ist der Endpunkt. So, und wie ihr das jetzt natürlich alle, weil ihr so pfiffige Leute seid, habt ihr es natürlich alle mitbekommen, dass wir den Endpunkt noch gar nicht benutzt haben, beziehungsweise irgendwie gesetzt haben. Der bleibt immer auf der einen Stelle. Und jetzt kommt der, ja, der künstlerische Teil im Endeffekt. Wir müssen ein bisschen schätzen, wo der Endpunkt jetzt hier sein soll. Man könnte das Ganze natürlich auch so machen, dass ich, also ich hätte natürlich auch direkt mit einem längeren Stock das hier machen können, sodass man praktisch hier so einen Stock in der Hand hält und dann hätte man hier einen Punkt markieren können und hier einen Punkt markieren können und hätte dann direkt den Startpunkt tracken können und den Endpunkt tracken können und das war alles perfekt gewesen. Habe ich jetzt nicht gemacht, ich hatte auch tatsächlich nur diese Luftpumpe hier. Aber naja, habe ich jetzt halt ein bisschen mehr Arbeit und mache ich es halt per Hand. Und zwar gehen wir auf Core End, drücken auch wieder auf die Stoppuhr, ja, fangen an, den Endpunkt zu verschieben, sodass es passt. Und so geht man dann jeden Frame durch. Wo man natürlich auch darauf achten sollte, ist, dass das Schwert nicht unbedingt kürzer wird. Das ist jetzt eher so der langweilige Part. Ich melde mich, wenn ich damit fertig bin.
So, und da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt alles schon gekeyframed und jetzt können wir uns mal das Resultat bisher anschauen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Keyframes, die ich gesetzt habe. Sieht relativ realistisch aus. Also für ein Lichtschwert, ne? Ja, kann man machen. Bin ganz zufrieden. So. Jetzt gibt's natürlich das große Problem, das sieht noch nicht so wirklich aus wie so ein Lichtschwert. Und es flickert mir viel zu sehr, wie man hier sehen kann. Das kann man aber alles in Saber noch einstellen. Außerdem gefällt mir das hier noch nicht so. Also das Ende und so weiter und so fort. Lass mal gleich damit anfangen am besten. Also wir gehen in den Customize Core, diesmal wirklich. Und starten gleich mal mit dem Start Offset und ziehen das mal so auf 5, na, sagen wir mal 2%. Bei mir passen 2%, dann ist das nämlich so gerade so, dass man denken könnte, hey, das kommt hier oben aus der Luftpumpe irgendwie raus. Und wir passen mal noch die Roundness ein bisschen an. Machen das Ganze mal ein bisschen eckiger. So. Außerdem möchte ich noch gerne den Core ein bisschen brighter machen. Also ich habe jetzt den Glow Bias ein bisschen eingestellt und den normalen Bias, beziehungsweise diese Core Size, also die Kerngröße. Und jetzt sieht es so ungefähr so aus, als ob es so die Größe haben könnte von so einem Lichtschwert. Machen wir nochmal die Roundness mal noch ein bisschen weniger. Irgendwie sieht mir das immer noch ein bisschen zu rund aus. Vielleicht auch noch ein bisschen das Offset justieren, so 3%. Sieht auch ganz gut aus. So, und jetzt kann man überlegen, was einem noch nicht so gefällt. Bei mir ist das auf jeden Fall, also ich würde gerne ein bisschen das Noise hier ein bisschen rauskriegen. Also es ist mit Absicht und das bewegt sich auch so ein bisschen so, das ist halt so, weiß ich nicht, wie so Flammen auch so ein bisschen darstellen. Das ist ja bei diesen neuen Lichtschwertern jetzt so, dass die halt so richtig glühen und so vor sich hin wabern. Finde ich eigentlich ganz cool und ich würde es auch gerne so lassen, nur ein bisschen runterfahren halt. Und zwar macht man am besten die Noise Scale relativ hoch, dann wird es nämlich weicher bei der Glow Distortion und bei der Core Distortion würde ich das genauso machen. Nur ein bisschen geringer, bisschen größer, so. Und dann würde ich auch den Distortion Amount vielleicht ein bisschen runterfahren hier. 7 hatte ich, glaube ich. Finde ich, glaube ich, ganz gut. So, ich habe jetzt noch die Glow Intensity, also die Intensität vom Leuchten, ein bisschen runtergedreht, so auf 30 ungefähr. Die Spread, also die Ausdehnung des Leuchtens, sehr, sehr hochgestellt. Vorher sah das ungefähr so aus. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen größer gemacht. Dicker eigentlich, weil irgendwie noch nicht so ganz für mich gepasst hat mit der Luftpumpe, mit dem Aufsatz hier. Und dass es wenigstens so halbwegs die Größe hat, wollte ich halt schon gern. Genau, also was man jetzt noch machen könnte, wäre halt wieder die Roundness noch ein bisschen anzupassen. Die gefällt mir jetzt momentan nicht mehr so gut. Es sollte schon so ein bisschen so aussehen, als würde es halt praktisch aus dieser Luftpumpe rauskommen. Aber das ist schon mal um einiges besser. Ja, dass es so ein bisschen so aussieht, als ob das hier wie so ein Sockel ist sozusagen, wo das hier raus scheint. Cool. So, und jetzt möchte ich wieder etwas Flicker, habe ich aus Versehen ein bisschen getestet. Nehmen wir mal wieder raus. Brauchen wir auch nicht. Ich würde jetzt wieder ein bisschen Distortion reinmachen wollen. Machen wir da den Bias ein bisschen größer von der Glow Distortion. Und setzen die Scale wieder mit Ticken runter. Mal sehen, was wir da bekommen. Ich habe jetzt, by the way, wieder auf voll gestellt, damit ich die ganzen Änderungen gut sehen kann. Die Core Distortion ist, glaube ich, auch noch ein bisschen wichtiger. Genau. Die würde ich, glaube ich, so ungefähr auf 7 setzen. Ah, das ist schon gar nicht schlecht. Und dann die Scale wieder einen Ticken höher. Den Amount wollte ich auf 7 setzen. So. Dann mache ich das Ganze noch ein bisschen größer. Und das sieht auch wieder ganz schick aus. Jo, das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Das müsste es auch schon gewesen sein. So kann man ein Lichtschwert heutzutage, ja, in 2020, easy mit After Effects praktisch erstellen. Mit dem Saber Tool ist das wirklich gar kein Problem mehr. Und ja, Video Copilot hat mal wieder ganze Arbeit geleistet damit. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal das fertige Resultat an und ihr könnt schon mal ein Like da lassen, falls euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt mir auch gerne einen Kommentar bzw. abonniert den Kanal. Das hilft mir wirklich extrem. Ihr könnt mir übrigens auch auf Instagram folgen, da mache ich jetzt in letzter Zeit auch richtig viel.
und möchte halt auch so ein bisschen Behind the Scenes zeigen und sowas. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch bei Instagram mal vorbeizuschauen. Man sieht sich.